Hallo und herzlich willkommen bei Memory PC, deinem Kanal für Gaming, Hardware und mehr. Dir gefällt dieses Video? Dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. Heute zeigen wir euch, wie einfach es ist, in eins von unseren Systemen die zwei gängigsten Arten von Mainboards einzubauen. Und hier sind die beiden Boards. Hier seht ihr das ATX-Format und hier seht ihr das MATX-Format oder auch Micro-ATX. Wir haben euch schon mal ein leeres Gehäuse vorbereitet, damit wir uns anschauen können, wie das Mainboard hier verbaut wird. Damit das Mainboard nicht direkt auf dem Gehäuse aufliegt, wird es auf diesen Abstandshaltern im Gehäuse verschraubt. Wie wir das Mainboard auf diese Abstandshalter bringen, ist in diesem Fall ganz einfach zu sehen. In diesem Fall haben wir 6 mit einem weißen Kreis gekennzeichnete Löcher. Die finden wir sowohl hier oben als auch in der Mitte und unten. Um das Mainboard jetzt zu verbauen, legen wir es ins Gehäuse und zwar mit den Löchern über die Abstandshalter. Jetzt müssen wir das Mainboard nur noch mit 6 Schrauben auf den Abstandshaltern fixieren. Nach dem erfolgreichen Einbau des Mainboards sind wir jetzt dazu bereit, alle weiteren Komponenten einzubauen. Mehr dazu in allen unseren anderen Videos. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal. Sollten trotzdem noch offene Fragen bestehen, stell sie uns einfach unten in den Kommentaren. Und denk immer dran, wir lieben deinen PC.